Hallo Leute, das hier ist ein kleines Informationsvideo für den Kanal Serienwolf. Es geht darum, ihr habt wahrscheinlich schon bemerkt, dass ich seit ewigen Zeiten keine Videos mehr hochgeladen habe. Das liegt daran, weil ich habe jetzt hier bei mir den Kanal geöffnet. Ich habe einen Strike bekommen. Ich weiß zwar nicht genau, welches Video das war. Ich weiß jetzt nicht, ob es ja, das ist Jeanne die Kamikaze, die Mühe war, oder ob es die kleine Prinzessin Sarah war. Wahrscheinlich war es zweiteres. Und ja, jetzt kann ich keine Videos mehr in voller Länge hochladen. Super. Deswegen habe ich erstmal abgewartet, um zu gucken, wie sich das alles entwickelt. Das ist jetzt nicht weitergegangen und jetzt habe ich auch noch technische Probleme, was man auch sieht auf meinem Hauptkanal, Uncle Wolf. Weil ja, da geht es auch drunter und drüber aktuell. Aber nun gut, das könnt ihr ja selbst sehen, falls ihr auf den Kanal geht. Und deswegen habe ich mir etwas überlegt. Soll ich? Also ich habe die ganzen Videos, so wie zum Beispiel Death Note und so weiter, die habe ich ja alle. Soll ich Death Note weiterhin hochladen? Allerdings, da mir die volle Länge verwehrt bleibt, soll ich es in zwei Parts teilen? Oder ja, was mache ich? Oder sonst? Oder sonst? Nee. Ja, was mache ich am besten noch? Mir bleibt aktuell leider keine andere Option. Deswegen frage ich euch einfach, wollt ihr, die Abonnenten von Serienwolf, also von dem Kanal hier, wollt ihr weiterhin Videos sehen, allerdings in zwei Parts geteilt, oder sagt ihr, nee, lass mal gut sein? Das gilt es jetzt für mich herauszufinden. Noch etwas muss ich sagen. Sollte ich noch einen zweiten Strike bekommen, wird es auf Serienwolf keine Videos mehr geben. Ich möchte den Kanal nämlich nicht verlieren, weil ansonsten wären die ganzen Videos alle weg. Das macht mir persönlich so überhaupt nichts, da ich die ganzen Videos gespeichert habe auf 1, 2, 3 Festplatten. Mehr als genug. Ich habe 100.000 Duplikate. Aber das wäre dann dumm für euch. Denn dann würden die Nadine Stern der Sam Folgen verschwinden. Gut, ja, eine Death Note Folge, aber naja. Flint Hammerhead würde verschwinden. Ja, gut, ja, eine Cardcaptor Sakura Folge, das ist auch nicht so schlimm. Deswegen habe ich da jetzt das. Ja, deswegen habe ich da jetzt das drüber nachgedacht, ganz genau. Ja. Soll ich weiterhin etwas hochladen, in zwei Teile geschnitten? Also, so wie zum Beispiel Death Note Folge 16 Part 1, Death Note Folge 16 Part 2, ihr wisst Bescheid. Oder soll ich es bleiben lassen? Also wie gesagt, sollte ich noch einen zweiten Strike bekommen, dann ist Schluss und dann wird es hier keine Videos mehr zu sehen geben. Und bei näheren Informationen, ja, ich weiß, das ist wieder Eigenwerbung, Schleichwerbung und so weiter, aber ist ja immer in meinem Kanal. Da könnt ihr auf The Uncle Wolf gehen, da erkläre ich ja auch teilweise, was mit meinen anderen Kanälen ist. Jetzt aktuell habe ich sowieso mehr als genug technische Probleme und das erschwert mir die Lage leider ungemein. Wie gesagt, mir bleibt nichts übrig. Mir sind die Hände gebunden, ich kann nichts machen. Außerdem wegen dieser Strike, der mich da so ansieht, ja, den ich da geöffnet habe. Der kotzt mich doch schon ganz schön an und den werde ich leider nicht mehr los. Schade. Aber nun gut, ihr könnt auch Vorschläge machen von Serien, die ich hochladen könnte. Allerdings müsst ihr euch darüber im Klaren sein, dass ich jetzt viel vorsichtiger sein werde, was ich hochladen darf und was ich nicht hochladen darf. Weil ich habe in meiner Vergangenheit schon mal versucht, Yu-Gi-Oh! Hochzuladen. Oder ich habe versucht, Mrs. Joe und ihre fröhliche Familie hochzuladen. Oder ich habe versucht, Heidi hochzuladen. Geht natürlich alles nichts, was weltweit gesperrt ist. Das habe ich natürlich mit anderen Testkanälen gemacht. Da ist mir egal gewesen, ob die jetzt weg waren oder nicht. Aber nun gut, wie gesagt, noch ein Strike und es ist aus. Ihr könnt Serienvorschläge machen. Ich finde nahezu alle Serien, also fast alle. Ich bin da ziemlich gut. Ich habe auch so gewisse Internetseiten, wo ich was finden kann. Und selbst wenn es da nicht gibt, dann finde ich noch andere. Ich weiß, wovon ich spreche. Aber nun gut. Wie gesagt, bei näheren Informationen könnt ihr auf The Uncle Wolf gehen. Dort wird auch hin und wieder mal was erklärt. Vor allem, was ich krass finde, ich habe jetzt
seit langer Zeit wieder auf diesen Kanal geguckt und habe, ich glaube, 109 waren es jetzt. Ah, Headset. Sorry. Ich muss jetzt mal gucken. Ja, 109 Abonnenten. Geil. Ich habe auf meinem Hauptkanal 121. Wäre natürlich schön, wenn ein paar von da darüber wandern zu meinem Hauptkanal. Egal, ihr wisst, Schleichwerbung und so weiter muss sein. Entschuldigung. Auf jeden Fall macht Vorschläge. Beim zweiten Strike ist Schluss. Und wie gesagt, ja, da unten wird wieder geschuftet. Wie gesagt, wollt ihr die Videos in zwei Teilen sehen oder wie auch immer? Naja, das überlasse ich euch. Ich warte auf eure Antwort. Das könnte übrigens ein bisschen dauern. Ich werde jetzt versuchen, wieder etwas aktiv auf Serienwolf zu sein, je nachdem, wie meine Technik mitspielt, weil auf meinem Hauptkanal komme ich auch zu fast nichts mehr. Gut, fast nichts mehr ist übertrieben, aber ich muss ein bisschen umdisponieren. Ich glaube, das ist die klügste Variante, das auszudrücken. So, auf jeden Fall, ich überlasse euch die Wahl. Ihr könnt einfach in die Kommentare schreiben, was ihr wollt, für Kritik oder Vorschläge oder was auch immer, bin ich gerne offen. Natürlich auch auf meinem Hauptkanal. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig.